Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ben und ich freue mich, euch zu einer weiteren Folge Faz begrüßen zu dürfen. Beim letzten Mal haben wir uns wieder 20 Minuten lang durch die absolut quälende Levelvielfalt dieses Spieles durch die immens große Levelvielfalt dieses Spiels gekämpft. Es ist unglaublich dick. Jede Tür führt in eine neue Welt und da gibt es dann wieder 10 Türen, die in eine neue Welt. Ich, ja, habe den Überblick schon längst verloren. Wir sind irgendwann mal, ich glaube, nein, wo sind wir denn gestartet? Hier sind wir gestartet, yay. Hier sind immer noch Geheimnisse, die wir nicht gefunden haben. Hier unten im Raum waren, hier, na komm, ich komme nicht rein, ne? Da, jetzt. In dem Raum waren Türen drin mit 16 Würfeln, ich weiß es schon gar nicht mehr. Von da aus ging es dann, es ist unglaublich, unglaublich riesig. Ich habe schon, wie gesagt, längst den Überblick verloren. Naja. Okay, aktuell sind wir gerade dabei, uns hier durch dieses Level zu kämpfen. Hoffentlich ohne allzu viele neue Türen zu finden, die uns dann noch Dutzende neue Türen, ja, wenn man von Teufel spricht. Okay, die geht da hoch und dann hier, dann einmal 80 Grad drehen, da ist auch noch ein, eine Würfelscherbe und eine, sollen wir schon gleich in die neue Tür gehen? Ich weiß ja nicht, neue Tür. And, oh, das scheint was Interessantes zu sein. Das hat hier Tetris-Style. Tetris L, Tetris, was auch immer das ist. Noch ein Tetris L. Okay. Let's see what we will get here. Was bedeutet? Ja. Oh, was? Oh, 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 oh. Bitte? Ich verstehe nur Bahnhof. Ich kann ja was schieben. Kann ich die auch schieben? Aber für was? Ich krieg die jetzt ja nicht da hoch. Vielleicht. Wir haben ja gesagt, also ich habe ja gesagt, dass ich das Spiel noch nicht durchgespielt habe, aber das sieht mir nach einem Schalterrätsel aus, bei dem ich nachher diese beiden Steine hier oben drauf bekommen muss. Und wie bekomme ich die da drauf? Naja, aktuell kann ich mich in diesen Dimensionen bewegen. Da wäre es doch nur logisch, wenn ich mich nachher auch noch nach oben und unten schwenken könnte. Also ich vermute mal, dass ich hier noch nicht weiterkomme. Dass mir hier noch eine Fähigkeit fehlt. Und noch mehr Löcher. Oh Mann. Uncool. Wie komme ich hier weiter? Ja. Gute Frage. Hier vermutlich. Yep. Let's try not to die. Da ist eine Scherbe. Hep. Oh. Ja. Okay. Vorsichtig. Nicht da reinkommen. So, fallen lassen. Drehen. Sehr schön. Eine Bombe. Okay. Bombe aufheben. Fallen lassen. Boah, verdammt. Ja, ich weiß, ich bin unfähig. nein. Ach. Hier hoch. Jetzt. Wie kann ich mich denn fallen lassen? So, okay. Drehen.
springen, Bombe aufheben, eine Etage tiefer und Bombe hier fallen lassen und dann weggehen. Jetzt haben wir's. Yay! Und tada! Let's see what's on the other side. Ups, da muss ich durch und hopp. Nicht in die schwarzen Löcher. Nicht in die schwarzen Löcher. Kann ich mich hier... Nein. Wupp, 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 wupp. Was? Echt jetzt? Okay. Das passiert, wenn man in schwarze Löcher gezogen wird. Eins, zwei, Double Jump. Tada. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Okay. Ach nein, schon wieder eine neue Welt. Bitte. Verdammt. Es ist mir übrigens auch ein Rätsel, wie der durch diese Türen hier in diese anderen Welten kommt. Aber okay. Kann ich da hinspringen? Ja, kann ich. Kann ich... Oh. Hat keiner gesehen. Zum Klettern da. Ah, zack. Sehr cool, der kann auch an der Wand hochklettern. Ja. Drehen, drehen. Und noch eine Tür. Und lass mich raten, ich komme wieder zu dem Ort, der da hinten im Hintergrund ist, wenn ich da durchgehe. Also, ohne mich. Hep. Hep. Tja. Ah, haha, gemein. Sehr gemein. Okay, hier drum. Nochmal zurück, da hoch. Nochmal zurück. Und da rein. Tada! Da oben ist eine Kiste. Kiste, Kiste. Wie komme ich da hin? So. So. Nice. Okay, nach da drehen. Da weiter klettern und da ist die Kiste. Na? 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 Wie jetzt? Falsche Seite oder wie? Will ich das veräppeln? Tatsache, falsche Seite. Es gibt eine Seite bei der Kiste, okay. Und wer hätte es gedacht? Einen weiteren Schlüssel. Wir haben doch zwei. Ich brauche doch keine. Ich brauche doch keine weiteren Schlüssel. Der schnellste Weg nach unten. Oh, das war er nicht. Zack, 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 zack. Ja. Whoa, whoa, whoa. Verdammt. Das ist doch wirklich... Wie zur Hölle komme ich jetzt nochmal dahin? Da. So. Wenn ich mich doch jetzt hier und dann da nochmal greife. So, geht doch. Und nochmal fallen lassen. Und nach unten und nach unten und nach da. Und da ist die Tür. Achso. Oh, verdammt. Ich war ja noch gar nicht in der Tür oben. Ich vermute aber mal, die hätte mich nur zu einem weiteren neuen Level geführt. Eieieiei. Leute, ich sag's euch, ich bin total ratlos, wo ich hier überall noch hin soll. Okay, Vorschlag. Wir haben doch jetzt Inventar, nein, Inventar, hier Tab. Wir haben doch jetzt vier Würfel und dieser Bitly oder wie auch immer er hieß, hat uns auch eben gesagt, wir sollen noch, wir könnten jetzt in die andere Tür da gehen, dann tun wir das auch mal einfach. Hier runter und da hoch und da durch. Ich hoffe, es war da unten die Tür, durch die wir hier reingekommen sind. Ich vermisse wirklich so eine Art Schnellreiseportal. Das sieht in Ordnung aus. Was sagt die Minimap? Minimap, Minimap, Minimap. Okay, noch zu dem Baum und dann runter.
Das war ganz unten, glaube ich. So, jetzt abwärts, 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 abwärts. Runter geht immer schneller als hoch. Okay, wo ist die Tür? Da ist die Tür. And here we go. Nein, das war die falsche Tür. Was? Ja. Wo ist die richtige Tür? Wer sie sieht, schreit ganz laut hier. Da. Nein, nein, runter. Rein. So. Hier hat der... ist ganze Schlamassel begonnen? Was ist los? Rein mit uns. Laden. Wirklich, dieses Ding erinnert mich wirklich an den Versuch, einen vierdimensionalen Würfel darzustellen. So, wir können jetzt mit 4. Wohin? Hier hin. 1, 2, 3, 4. Und bitte lass hinten dran nicht noch mehr neue Welten sein. Sonst kriege ich nämlich ein klein bisschen die Krise. Oh nein. Nein. Nicht noch mehr Welten. Nicht noch mehr Türen. Verzweifelt noch jemand mit mir? Ja. Unglaublich. Unglaublich. Es muss doch irgendwann irgendwo mal ein Ende mit den ganzen Türen haben. Denkst du? Pustekuchen. Ja. Trotzdem suchte ich dieses Spiel, trotz aller Probleme, die ich damit habe, Steuerung, 1000 neue Welten, neue Türen, kein Ende in Sicht. Ach ja, man könnte fast meinen, ich wäre ein Fan von linearem Leveldesign. Oh, oh. Aha. Schock. Ich kann mich hier mit A und D nicht bewegen, also ist hier irgendwas... Oh. Aha. Okay. Nein. Gut. Ja, okay, ich gebe auf. Post-it an die Tür hängen. Böse. Was sagt die Tür hier? Ein Hexenkessel. Kann ich mich hier wieder bewegen? Nein, gut. Okay. Got you. Und einen neuen Würfel. Und die nächste Tür. Kurz nachschauen, ob es hier noch irgendetwas gibt. Nein, nein, okay. Go, go, go. Ein neues Scherbenstück. Und hepp. Und hepp. Schauen, ob ich mich noch nach links und nach rechts drehen kann. Und weiter geht's. Das ist nochmal eine Welt, die mir gefällt. Und hier rein. Ja. Das sieht irgendwie interessant aus. Kann ich hier Steuerung? Nein, Control? Nein, okay. Next. Das sah aber, Moment, ich muss mich nochmal anschauen, was da. Das sieht aus wie so ein kleines, knuffiges Kerlchen, wie wir sind. Und da unten drunter. Ah, Moment. Das sind andere kleine, knuffige Menschen, die das große, knuffige Menschen anbeten. Oder? Ja. Ich hege leicht die Hoffnung, dass wir demnächst als Gott verehrt werden. Schauen wir mal, was da drin ist. Mehr Piktogramme, die eine Geschichte erzählen? Okay, also fangen wir links oben an. Menschen mit Speeren, die ein... irgendetwas Böses jagen. Ah, okay, ich verstehe. Dann haben sie es erlegt und dann grillen sie es über dem Feuer. Sehr nett. So,
das ist die Evolutionsgeschichte der, wie auch immer die kleinen knuffigen Viecher hier heißen. So, nochmal drehen. Ist keine weitere Tür in sich. Nein, 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 nein. Okay, gut. Hätte ich das gleich gewusst, wäre ich hier schon viel früher reingegangen. Okay. Ich frage mich auch, was diese Piktogramme über der Tür bedeuten. Da oben diese vier Würfel mit den weiteren Würfeln drin. Hier dieses andere Ding da und das hier. Wow. Ich bin jetzt mal so... Nein, okay. Ich bin nicht so lebensmüde und springe jetzt runter. Yep. Okay. Okay, schauen wir nochmal unsere Karte, wo wir jetzt noch hin könnten. Aha, einmal frei. Alles aufgedeckt, alles Gold, das heißt alle Geheimnisse gefunden. So mag ich das. Ich frage mich immer noch, was hier in diesen beiden Räumen drin ist. Ich habe da noch nichts gefunden. Vermutlich, wie ich ja in einer vorherigen Folge schon gemutmaßt hatte, kann ich nachher auch noch die Räume nach oben und nach unten kippen, nicht nur nach links und nach rechts. Von daher wird sich das Geheimnis, die beiden Geheimnisse wohl offenbaren, sobald ich die nächste Fähigkeit erworben habe, falls es denn so etwas gibt. Gut, der kleine Computer hier neben dem Levelbild zeigt an, es ist ein Zeitreiseportal. Wenn ich jetzt hier natürlich nochmal zu dem Zeitreiseportal gehe, sagt mir dieser kleine Bit oder was es ist, Byte oder Bitly, dass das Portal noch nicht funktionstüchtig wäre. Es funktioniert noch nicht. Hm. Naja, gut, okay. Schauen wir noch auf die Karte. Ich war hier noch nicht. Wie komme ich denn da hin? Wo ist denn da noch eine Tür, die ich übersehen habe? Maybe. Die Tür da. Die ich gerade zufällig auf der Map gesehen habe. Ich zeige es mal mit der Maus hier. Da habe ich mir gedacht, die Tür kennst du ja noch gar nicht. Okay, da runter. Und da rein. Mein Entdeckerdrang ist einfach zu groß für dieses Spiel. Ich will die Level immer zu 100% erkunden und wenn dann 1000 neue Level auf mich warten, kriege ich schnell die Krise, leider. So, kann ich hier hoch? Da ist was zur Hölle ist das? Seht ihr den Stein da oben mit dem Pfeil nach unten drauf? Oh Mann, kann nur schief gehen. Ich runter, nein. Okay, will mir da was zeigen? Gerne. Nein! Depp. Okay, yep. Verdammt. Achso. Ja, schon gleich. Ich bin gleich da. Moment, Sekunde. Okay, er will, dass ich da hochgehe. Da komme ich aber gar nicht hin. Was ist das da? Du wiegst nicht genug um diesen... Ah, das ist ein Schalter, okay. Du brauchst etwas Schweres, die Kiste zum Beispiel. Das könnte... keine Ahnung. Ein Kiste? Nee, wirklich? Ach, ich mag das kleine Kerlchen. Hep, hep. So, hier einmal drehen. Und drehen. Okay, dann muss ich erst den noch einsammeln. Fallen lassen. Tada. Und jetzt springen und das da greifen und darum. Da unsere Kiste, 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 meine Kiste, meine Kiste. Okay, Kiste von der richtigen Seite. Das ist die richtige Seite. Und öffnen. Schön. Ich weiß, dass eine Schatztruhe ist. Da ist noch eine Schatzkiste, habt ihr das gesehen? Da. Moment, ich brauche noch eine Schatzkiste. Meine Schatzkiste. Und drehen. Und? Tja, wie komme ich jetzt zu dir? Probieren wir mal was aus. Springen? Nee. Nein. Tja. Wie komme ich zu der Schatzkiste? Die ist viel zu weit weg zum Hinspringen. Und es ist auch von keiner... Kriege ich nachher einen Doppeljump, einen Weitsprung oder sowas? Nee, okay. Platsch, Matsch.
Gut. Da haben wir noch was zum Einsammeln. Dann hier wieder rum. Und erst die Scherbe hier noch einsammeln. Und dann auf die Kiste. So, und jetzt kann ich die Kiste hier draufschieben. Und da hat er gerade was gesagt von Left Shift, ne? Ja. Gegen Kistlins kannst du, das hatten wir eben schon in der vorvorherigen Folge. Aha, okay, das ist okay. Vorsicht ablegen, genau wie die Bomben, genau. Dann heben wir es jetzt hier hoch und kann ich vielleicht mit der Kiste da oben? Ne, die kriege ich gar nicht dahin, okay. Und ablegen. Mhm. Muss ich sie wirklich dahin werfen? Nicht, dass ich jetzt runterwerfe. Panik. Und etwas weniger Anlauf. Verdammt. Komm. Komm es, mein Held. Ah. Tada. Oh, da unten geht eine Tür auf. Tja, mir wäre die Schatzkiste viel lieber gewesen. Du hast es geschafft. Geheimgang entdeckt. Ich liebe Geheimgänge. Nein, ich, eigentlich mag ich es nicht so wirklich, weil... Denn neue Geheimgänge heißt, neue Sachen zu erkunden, heißt, wenn ich die alten Sachen noch nicht alle entdeckt habe, nur mehr Welten. Oh, ach du meine Güte. Vor lauter Schatzkisten und Scherben und Geheimgängen habe ich doch jetzt tatsächlich die Zeit vergessen. Die 20 Minuten sind schon längst wieder vorbei. Von daher verabschiede ich mich von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines Kommentars und oder eines Likes freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge fest wiedersehen. Bis dahin, euer Ben. Ciao, ciao.